Wir sind die NMS 26 und haben das Klassenzimmer im Grünen. Wir nutzen in Deutschunterricht unser Garten hier und lesen zum Beispiel auch so wie jetzt draußen. Wir haben in Werken Kräuterkisten gebaut und pflanzen jetzt verschiedene Samen ein. Wir gehören zu den Naturforschern. Wir haben hier verschiedene Pflanzen angebaut, zum Beispiel Salbei, Rosmarin, Schnittlauch und verschiedene andere Dinge. Und hier zum Beispiel haben wir einen Dill und diese Pflanzen benutzen wir auch für Kochen. Herzlich willkommen zu unserem selbstgebauten Hochbeet. Dieses Hochbeet haben wir gemeinsam mit Technisch Werkteam aufgebaut. Zum Enthalten von Schmetterlingen haben wir hier Rosensträucher und auch andere Blumen eingepflanzt. Das ist mein Herbarium. Das machen wir in Biologie. Und ein Herbarium ist, das sind gepresste Blumen. Und eine Blume hat drei Stockwerke. Das ist die Bodenschicht, die Krautschicht und die Blütenschicht. Wir machen das Herbarium, damit wir besser die Pflanzen bestimmen können. Wir haben Hecken gepflanzt, um Vögeln und Igeln und anderen Tieren Schutz zu bieten. Außerdem haben wir viele Fruchtsträucher gepflanzt. Aus den Beeren haben wir traditionell Marmeladen eingekocht und die wir am Elternsprechtag verkauften. Der Erlös kam einer Volksschule in Ghana zugute und die Etiketten für die Gläser wurden von Schülern unter Titel Bären für Afrika gestaltet.